Ja, sehr geehrte Frau Ministerin Bauer, sehr geehrter Herr Abgeordneter Schmidt-Eisenlohr, sehr geehrte Damen und Herren aus dem Wissenschaftsministerium, aus den Kommunen Heidelberg, Wiesloch, Sinsheim, vom Rhein-Neckar-Kreis, aus den Universitäten Heidelberg und dem KIT, natürlich aus der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, aus dem beruflichen Schulwesen, aus der Volkshochschule, der Arbeitsagentur, aus Verbänden und Initiativen des bürgerschaftlichen, zivilen und sozialen Engagements. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen und freue mich, dass ich Sie in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg aus so einem erfreulichen Anlass begrüßen kann. Die Thematik, um die es geht, vollständiger als hier, Asylsuchende in der Rhein-Neckar-Region, Sprachkompetenz, Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Anschluss. Jetzt ist angesagt der Blick nach vorn in die Arbeit und ich denke, das, was dieses Reallabor auf die Beine stellen wird, ist genau das, was in dieser Stunde benötigt wird und gebraucht wird. Und es ist auch eine hervorragende Mischung, bei der Theorie, Forschung und praktisches Tun zusammenkommt aus all den, aus dem breiten Bereich der Gegenstände. Der Ausdruck Reallabor, an den wir uns schon gewöhnt haben, denke ich, hat ja diese beiden Komponenten. Also die Realität mit all ihrer Komplexität ist drin, das Labor ist auch drin. Labor kommt von laborare, arbeiten. Ich habe im etymologischen Wörterbuch nachgeschaut, wanken, unter der Last der Arbeit wanken, daher kommt es. Liebe Frau Berkemeier und lieber Herr Bonin, ich gratuliere Ihnen dazu, dass Sie als Hauptantragsteller das Privileg haben, jetzt in der Projektlaufzeit zu wanken. Ich freue mich sehr, dass ich mit meiner Einrichtung Teilprojektpartner, Praxispartner dieses Reallabors sein darf und bin ebenfalls sehr erfreut, dass ich heute wie weitere Akteure die Möglichkeit habe, Ihnen direkt aus der Praxis zu berichten. Das will ich jetzt gerne tun und zwar in sehr knapper Form. Es fehlt ein systematisches Curriculum für die niedrigschwelligen Sprachkursangebote. An der Stelle gibt es einerseits die curriculare Seite, das bedeutet wirklich das Lehrmaterial, das den vielen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern und Helferinnen an die Hand gegeben werden kann. Wir begrüßen das ganz ausdrücklich, dass auf diese Art und Weise Hilfestellungen gegeben werden. Wir haben aber verstärkt den Eindruck, dass hier die systematische Verschränkung des Erstdeutschsprachunterrichts ganz am Anfang von der Stunde Null, von Anfang an fehlt mit den staatlichen Programmen, in die wir dann einsteigen. Und es sind speziell in Heidelberg, aber auch an vielen anderen Volkshochschulen die Integrationskurse, aber auch Programme wie beispielsweise ESF BAMF, das wir in Heidelberg mit 8 Kooperationspartnern im Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis durchführen, unter anderem mit der Volkshochschule Wiesloch. Die Kollegin Frau Dr. Feuchter ist heute auch hier anwesend. Also die fehlende Verschränkung curricular und auch was den Netzwerkcharakter angeht, denn an der Stelle muss Ehrenamt und freiwillige Unterstützung muss an der Stelle natürlich auch abgestimmt werden auf die folgenden staatlichen Programme. Auf die Art und Weise, und das wäre für uns das Ziel, würden wir gerne erreichen, eine durchgehende und systematische Kette von Sprachvermittlung von Anfang an. Meine Damen und Herren, ich darf das Netzwerk Asyl aus Wiesloch vorstellen. Dieses Netzwerk gibt es seit etwas über einem Jahr. Im Vorfeld hat sich die Bürgerstiftung mit der Stadt und dem Ehrenamtsbüro zusammengetan und wir haben angefangen zu überlegen, wie denn eine Organisation aussehen sollte, in der sich dann ehrenamtliches Engagement auch entfalten kann. Heute sind 270 Ehrenamtliche in verschiedenen Arbeitskreisen in Wiesloch aktiv und betreuen über 500 Flüchtlinge an verschiedenen Standorten eben in Wiesloch. Es gibt eine ganze Reihe von guten Initiativen, von Maßnahmen, um die Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt und den Eintritt in eine Berufsausbildung oder in einen Beruf vorzubereiten. Und das ist das Thema, an dem wir zurzeit gerade ganz intensiv arbeiten. Wir verfolgen seit März sehr intensiv diese wunderbare Kampagne Chancen gestalten, Vorbereitung von Flüchtlingen und Überführung in den Arbeitsmarkt. In diesen Papieren steht hervorragend alles drin, was man bräuchte.
in der Praxis. Wir sehen nur nicht, wie es ankommt bei uns vor Ort. Wir verfolgen also, wie sich dieses Papier und dieses Konzept entwickelt und haben versucht rauszukriegen, was uns das jetzt in Wiesloch nützt. Wir haben herausgefunden, es wird in Mannheim eine, oder es gibt in Mannheim eine Institution, die einen Kurs anbietet, jeweils über 3 Monate für 12 Flüchtlinge und das dann 4-mal hintereinander, um sie auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und in die Ausbildung oder in ein Praktikum zu begleiten. 12 Flüchtlinge über 3 Monate. Wir haben allein in Wiesloch 500. Wir haben nicht rausgekriegt, wie uns das in Wiesloch dann nützt. Das ist für meine Begriffe ein Beispiel dafür, wie Theorie, wunderbare Theorie und Praxis auseinanderklaffen. Mein Name ist Berke Meyer, ich bin Professorin im Fach Deutsch und Herr Bonin und ich versuchen jetzt im Schnelldurchlauf die einzelnen Teilprojekte vorzustellen. Im ersten Teilprojekt Diagnose und Förderung sprachlicher und mathematischer Kompetenzen berufspflichtiger jugendlicher Asylsuchender geht es darum, genau diese Zielgruppe nicht erst mal 2 Jahre in aller Ruhe zu beschulen, sondern zu verbinden, den Zweitspracherwerb, berufliche Kompetenzen, mathematische Kompetenzen, die beruflich einschlägig sind, wo es notwendig ist, das zu vernetzen mit dem Schrifterwerb, so dass wir Teilhabe dadurch ermöglichen, dass die Lernenden möglichst schnell sprachlich und fachlich handeln können. Kurze Beispiele nur, man muss dann eben doch lernen in einer Weinkunde, dass der Rotwein schwer sein sollte und nicht schwierig. Oder ein Beispiel aus der Mathematik, in der Großküche werden Sie nicht mit einem Dreisatz zurechtkommen, wenn Sie unter Stress 23 Tomatensuppen mehr kochen müssen, da ist Schätzen wichtiger. Dieses Vorhaben ist an sich schon groß genug, aber wir haben ja sehr heterogene Lerngruppen. Das heißt, wir kommen um den offenen Unterricht nicht mehr herum und wir müssen diverse Niveaus ansteuern, damit auch die schon viel können, möglichst gut gefördert werden. Da werden wir zunächst testen, Material entwickeln, das einsetzen und unser Ziel ist es, sozusagen Individualcurricula zu skizzieren und das eben im Kontext auch mit Materialentwicklung. Ja, das zweite Teilprojekt hat einen kürzeren Titel, Wege in den Arbeitsmarkt. Dafür ist es auch ein sehr komplexes und breites Thema. Wir wollen untersuchen, wie sich zunächst einmal überhaupt Integrationschancen für Flüchtlinge entwickeln im Laufe der Zeit. Also eine versucht überhaupt erstmal zu dokumentieren, denn wir wissen sehr wenig darüber, wie verändern sich Integrationschancen, Teilhabechancen seit nach der Ankunft über die Zeit und natürlich auch, wie verändern sie sich, wenn bestimmte unterschiedliche Dinge auf die Flüchtlinge einwirken, sodass wir dann eben daraus hoffentlich ableiten können, was sollte man forcieren, was sollte man möglicherweise nicht tun. Wir haben 2 Hauptzielgruppen, Jugendliche ohne Berufsausbildung, also die 18- bis 25-Jährigen, die vielleicht eben angesprochen worden sind, und Erwachsene, die über informelle berufliche Qualifikationen verfügen, aber eben möglicherweise, die man überhaupt erstmal dokumentieren muss. Es geht auch darum, nicht nur eben die Integrationschancen zu dokumentieren, sondern auch, wie sich verschiedene Dimensionen der Beschäftigungsfähigkeit entwickeln, was das alles bedeutet, sehen Sie hier. Und vor allen Dingen darum zu schauen, das ist die Chance des Reallabors genau zu messen, welche lokalen Unterstützungsangebote, die sie zum Beispiel die Bürgerstiftung bietet, tatsächlich die Beschäftigungsfähigkeit erhöhen können. Wir tun das auf 2 Arten. Einerseits geht es darum, und das wird sehr anspruchsvoll werden, weil wir eben zum Beispiel Instrumente entwickeln müssen, wie wir überhaupt Flüchtlinge über eine längere Zeit wiederholt ansprechen können, Flüchtlinge selber zu befragen, nach ihren Perspektiven auf den Prozess, den sie da unterliegen. Und das Zweite, dann zu schauen, das Reallabor tatsächlich für, wie wir sagen, Ökonomen sagen, soziale Experimente zu nutzen, wo wir unter kontrollierten Bedingungen, nicht mit allen, sondern mit ausgewählten Teilnehmern, mit ausgewählten Gruppen eben schauen, was Dinge variieren, die auf die Teilnehmer einwirken, um dann zu schauen, was wirkt im Verhältnis zu Teilnehmern, die andere Maßnahmen unterworfen. Das dritte Teilprojekt
beschäftigt sich mit der Stadtgesellschaft und es geht hier um die Auswirkungen, die Ankunft der Flüchtlinge in den Quartieren der einzelnen Städte, der Kommunen hat. Und hier geht es ganz gezielt darum, die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in den Stadtteilen und ihre Wirkungen in der Stadt zu untersuchen. Auf der einen Seite auf der Ebene der Flüchtlinge selber wiederum. Also was macht es mit den Menschen, dass sie aus Gemeinschaftsunterkünften dezentral untergebracht werden? Was macht es mit ihren Integrationschancen, mit ihren Integrationsproblemen, mit ihren Chancen am Arbeitsmarkt, mit ihrer Entwicklung in Deutschland? Und was macht es mit den Stadtteilen? Hier geht es darum, eben zu dokumentieren auf der Stadtteilebene, was ist mit den aufnehmenden Bürgerinnen und Bürgern, welche Unterstützungsangebote entwickeln sich, welche Kooperationen, welche Interaktionen zwischen Flüchtlingen und Bewohnern, Bürgern gibt es und wie trägt das in der Perspektive zur Stadtentwicklung bei. Das sind eine ganze Menge zentrale Unterfragen, ich kann nur ein paar hervorheben. Hier geht es auch wieder um die Frage, welche Strukturen müssen wir letztlich aufbauen. Das ist das, was wir dann auch lernen können, um das auf andere Gebiete, auf andere Kommunen zu übertragen. Welche Strukturen begünstigen eben in der Gesamtstadt den Erfolg so einer dezentralen Unterbringung und auf der lokalen Ebene. Auch, vielleicht ist es eine wichtige Teilfrage, die man da vorheben sollte, welche Wertorientierungen, welche Zufriedenheiten entstehen, sowohl auf der Ebene der Bürger als auch auf der Ebene der Flüchtlinge, wenn wir eine dezentrale Unterbringung haben. Das ist für die Interaktion der Menschen, die da eben zu uns kommen, die soziale Teilhabe brauchen und soziale Teilhabe wollen, aber die eben auch von der Aufnahmegesellschaft akzeptiert werden müssen, eben sehr wichtig. Und im letzten Teilprojekt, das ist ein Querschnittsprojekt, wird die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Blick genommen. Es geht dabei um den Zusammenhang zwischen Zivilgesellschaft, Staat bzw. Kommune und Privatwirtschaft. Eine der Fragen ist, inwiefern die freiwillige Mitarbeit und das bürgerliche Engagement in den allen drei Bereichen, also in Kommunikation, Arbeiten und Wohnen, politische Dimensionen erreichen kann, vor allen Dingen angesichts der derzeit besonders öffentlich aktiven rechten politischen Strömungen. Zweite Frage wäre, welche Formen, Arbeitsformen und so weiter bestehen in den neuen Initiativen und welche in den bestehenden Einrichtungen und Organisationen? Sind die ähnlich, sind die unterschiedlich, wo kann man voneinander lernen? Und das führt auch zur dritten Frage, nämlich inwiefern hängen Zivilgesellschaft, Staat, Kommune und Privatwirtschaft zusammen? Gibt es neue Formen der Vernetzung und der Zusammenarbeit und verändern sich vielleicht die Aufgaben und lokale Governance durch diese Zusammenarbeit? Und lassen Sie mich kurz sagen, warum ich so froh bin darüber, dass es dieses Reallabor geschafft hat, unter den Ausgewählten zu sein. War ja gar keine einfache Aufgabe, denn die Ausschreibung Reallabor ist übrigens die zweite Ausschreibungsrunde, die das Land Baden-Württemberg gestartet hat. Dieses Mal war es eine Ausschreibung zum Thema Stadt, thematisch offen. Und in dieser Ausschreibungsrunde haben sich 27 hervorragende Bewerber gemeldet und unter diesen 27 haben wir 7 Projekte ausgewählt, eins davon das Projekt hier in Heidelberg und Region. Lassen Sie mich kurz zu den beiden Stichworten etwas sagen, Thema Asyl- und Flüchtlingssituation und Thema Reallabor. Man muss nicht viele Worte machen darüber, dass sich dieses Projekt wahrscheinlich das brisanteste Thema gesucht hat, das wir derzeit gesellschaftlich haben. Und sicher nicht nur ganz aktuell aufgrund der starken Wanderungsbewegungen der letzten Monate, die uns in eine Situation geführt haben, das konnten wir uns alle vor einem Jahr noch überhaupt nicht vorstellen, sondern wir wissen immer deutlicher, dass die Aufgabe eben jetzt keine ist, die kurzfristig gekommen ist und dann irgendwann wieder verschwinden wird, sondern die Aufgabe bleibt uns erhalten. Und wir diskutieren im Moment viel und sind damit beschäftigt, die ersten Schritte zu gehen. Und es ist auch eine enorme Kraftanstrengung, überhaupt
sicherzustellen, dass die Neuankommenden ein Dach über dem Kopf haben, dass sie eben nicht unter der Brücke schlafen müssen, dass sie registriert werden, dass sie eine erste medizinische Versorgung erhalten, dass das Verfahren der Asylantragstellung überhaupt aufgesetzt wird. All das ist schon enorm kompliziert und anstrengend. Aber das ist einfach nur der erste Schritt. Und danach kommen die vielen, vielen, vielen weiteren Schritte, zu entscheiden, können sie wirklich bleiben, können sie hier ein Zuhause finden und was muss man dafür tun, damit dieser Prozess des Ankommens, des Zusammenwachsens ein gelingender wird. Und dass davon für unsere Gesellschaft viel abhängig ist, viel abhängt, da müssen wir heute, glaube ich, auch nicht lange Worte verlieren. Wir fangen gerade an, diese ganzen Aspekte zu durchdenken und es ist völlig klar, dass die Frage des Spracherwerbs eine Schlüsselfrage ist, die auch um Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen, aber eben auch um kulturell und sozial Teilhabe erfahren zu können, erleben zu können. Deswegen ist das Thema, wie kann man in den Bildungseinrichtungen ankommen und wie kann man schnell die Sprache lernen, von enormer Bedeutung. Aber eben der Zugang zum Arbeitsmarkt, die Möglichkeit, irgendwann mal auf eigenen Füßen zu stehen und eine eigene Existenz absichern zu können für sich und für die eigene Familie, ist enorm wichtig. Deswegen, ich glaube, brisanter konnte das Thema nicht sein, dass sie sich ranwagen. Und wir wollen ja auch genau das. Wir wollen Forschungsthemen und Arbeitsfelder in den Blick nehmen, die gesellschaftliche Probleme sind, die in Bearbeitung sind. Nicht in der Retrospektive und um noch ein bisschen schlauer zu werden und mehr Details zu finden, sondern weil die Problemlösung drängt. An diese Themen wollen wir rangehen und das Reallabor Asyl, das wir hier heute eröffnen, ist das Einzige, was sich an diesen thematischen Block begeben hat. Deswegen erwarten wir auch von den Ergebnissen, die hier erarbeitet werden, Rückschlüsse, die uns helfen im gesamten Land, von denen andere Städte, andere Regionen, andere Orte auch profitieren können. Das ist auch ein wichtiges Kriterium, warum wir überhaupt das Reallabor ausgewählt haben. Es soll eben nicht nur ertüchtigen die Beteiligten selber, sondern es soll Lerneffekte und Erkenntnisse bringen, die auf andere übertragbar sind. Jetzt nochmal zwei Sätze zum Thema Reallabor. Bis vor kurzem war das ja ein Begriff, mit dem man, glaube ich, nicht so viel anfangen konnte, doch sehr fremd. Der Begriff hat eine enorme Konjunktur in den letzten Monaten schon erlebt und es ist ein Versuch zu beschreiben, dass wir mitten rein in laufende Veränderungsprozesse, mitten in diese Prozesse hinein Forschungsdesigns aufsetzen wollen, die als Forschungsprojekt ein Teil des Veränderungsprozesses selbst sind. Forschungsdesigns, die in Kooperation mit Verantwortlichen der Kommunen, der Regionen, Zivilgesellschaft, aber eben auch der Wirtschaft miteinander Fragen durchdringen, bearbeiten, in dem Interesse, die Veränderung und die Lösung der Probleme selbst hervorzubringen und zu beschleunigen. Dieser Gedanke ist vielleicht ein Stück weit gelernt von dem, was wir ansonsten über Technologietransfer zum Thema Technologietransfer machen und wie wir darüber nachdenken. Wir brauchen eine Beschleunigung zwischen dem Thema Erkenntnisgewinnung und der Umsetzung in die Gesellschaft. Technologietransfer geht es darum, die Erkenntnisse möglichst schnell in der Wirtschaft in Anwendung zu bringen, möglichst schnell neue Technologien an den Markt zu bringen, möglichst schnell neue Produkte zu entwickeln und in dieser Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft innovativer zu werden. Dieser Gedanke auf die gesellschaftliche Situation übertragen, schnell und klüger und systematischer soziale Innovationen in unserer Gesellschaft zu etablieren, das ist der Gedanke des Reallabors. Und deswegen ist für den Erfolg eines solchen Labors ist es von so großer Bedeutung, dass sich Akteure zusammentun, die ansonsten vielleicht nicht unbedingt immer zusammenarbeiten, die miteinander ins Gespräch kommen müssen, schon von Anfang an bei der Entwicklung der Fragestellung, bei der Gewinnung der ersten Erkenntnisse, sie sofort in den Praxisprozess, in den Umsetzungsprozess mit einbringen und sich gegenseitig sozusagen anregen, in einem Lernprozess schnell, klug, effizient, nachhaltig Veränderungen voranzubringen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und deswegen ist es auch sicher ein sehr
aufwendiges Verfahren. Es sind mehrere Forschungs- und Hochschuleinrichtungen beteiligt, hier mit dem ZDW und der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Es sind aber auch viele Verantwortliche aus dem Bereich der Zivilgesellschaft und der kommunalen und regionalen Verantwortlichen, die miteinander dieses Projekt begründet haben. Und die, bin mal fest davon überzeugt, auch miteinander werden üben müssen, wie man da jetzt was Sinnvolles raus entstehen kann, lassen kann. Gerade weil auch die Fragen so vielfältiger Art sind und die Baustellen so groß sind, wird es, glaube ich, in diesem Projekt besonders kompliziert sein, sich zu konzentrieren auf Dinge, die man wirklich miteinander voranbringen kann und miteinander lernen kann. Und möchte Sie deswegen auch ermutigen, sich auf diesen aufwendigen Prozess einzulassen und den Prozess selber mitzureflektieren, weil wir daraus auch lernen wollen, wie in der Kooperation gut miteinander gearbeitet werden kann. Und sicher hat ein solcher Prozess auch ein gewisses Risiko. Da wird nicht alles funktionieren, da wird nicht alles glatt gehen. So ist es eben, wenn man im Labor in einer wirklich experimentellen Situation unterwegs ist. Da kann es auch Situationen geben und Linien, die man verfolgt, die eben nicht erfolgreich sind, wo man dann nochmal korrigieren muss und nochmal ein Experiment anders aufsetzen muss. Deswegen trauen Sie sich ran, nicht einfach sozusagen nur schöne Ergebnisse zu produzieren, sondern hilfreiche, sinnvolle, und dazu gehört unter Umständen sogar die Erkenntnis, dass man irgendwo einem Irrtum aufgesessen ist oder die Dinge danach anders machen würde. Wir brauchen diesen Mut, an die realen Problemlagen nah ranzugehen, den Mut, mitten im Lernprozess zu reflektieren, Ergebnisse hervorzubringen, die uns helfen können, die richtigen Maßnahmen in die Wege zu leiten. Ich fand, Ihre beiden Statements eben waren schon mal so eindrücklich, an wie vielen sehr praktischen Stellen wir an Grenzen stoßen, jenseits der finanziellen Ressourcen, die es geben könnte, jenseits der vielen irgendwie guten Programme, viele Modellprojekte, die wir im Land haben, eine unglaubliche Menge an Menschen, die sich bereit sind, sich zu engagieren und mitzudenken. Und wir entdecken dennoch, dass bei dem Umarbeiten der Bereitschaft, etwas zu tun, in konkrete Maßnahmen noch viele, viele Hürden sich auftun, viele Schwierigkeiten zu überwinden sind. Und wir wollen mit Hilfe dieses Reallabors an diesen Stellen schneller, schlauer, präziser werden. Bin mir sicher, dass die Landesregierung selbst wird lernen können. Und ich bin sehr interessiert daran, entsprechende Erkenntnisse auch in die entsprechenden Instanzen der Landesregierung weiter zu transportieren. Eben nicht nur die Wissenschaftsministerin ist da gefragt, sondern da ist ja die Hälfte des gesamten Kabinetts in irgendeiner Weise mit betroffen bei einer sinnvollen Entwicklung einer Strategie in unsere Gesellschaft hinein, in den Arbeitsmarkt, in unsere kulturellen Einrichtungen hinein, in einen gefestigten Aufenthaltstitel und was auch immer. In diesem Sinne wünsche ich dem Reallabor Asyl viel Erfolg. Ich freue mich über Ihre Bereitschaft, sich einzulassen auf ein völlig neues Format. Biete an, dass wir Ihnen eng über die Schulter schauen werden, weil wir selber neugierig sind, wie dieses gelingen kann. Biete auch an, wir haben Beratungsstrukturen mit aufgesetzt, die Sie in Anspruch nehmen können, wenn Sie den Eindruck haben, wir müssen dann immer weiterentwickeln, überlegen, wie wir das Design von so einem Forschungsprojekt machen. Ich freue mich, von dem Reallabor Asyl zu hören. Und lade Sie auch ein, zusammen mit den anderen Reallaboren, die wir im Land haben, auch miteinander und voneinander zu lernen in den nächsten 3 Jahren, in denen Sie sich hier an die Arbeit machen.